Ich rieche Blut. Ein Monument wird angegriffen. Ja, ein Monument wurde erobert. Feind in der Stadt. Die haben alle drauf gegiert. Sie besetzen ein Monument. Die haben alle drauf gegiert, den Seelenfelsen mir wegzunehmen. Wenn sie mir noch einen wegnehmen, ist es blöd. Dann habe ich nämlich keinen mehr hier. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Feindlicher Angriff! Für das Licht, Männer! Oh. Schlagt sie zurück! Ach du meine Güte. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Die Rune ruft... Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Wenn noch mehr Feuerlinge kommen, ist es... Schließt die Reihen! Okay, da sind unsere Orks gefallen. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Genau, es wäre praktisch, wenn du mithelfen könntest, Talia. Zu euren Diensten, Kunden! Sie sind überall! Auf mein Vorwärts. Kommando. Ja, das Ork-Monument brennt und erholt sich langsam halt in Neutralstellung. Trolle haben halt den Vorteil von allen Völkern, dass sie am meisten aushalten und die höchsten Resistenzen haben. Leider sind sie aber auch... Stehe bereit! Was die Waffengattungen angeht, mir nach. Eines der schwächeren Schnell. Völker. Da kommen noch mehr Feuerlinge. So, sie sind damit fertig, meine Siedlung zu zerstören. Oh ja, da kommen sie an, gerade die Feuerlinge. Was? So, ihr baut erstmal den Steinbruch. Ja, supi. Feindlicher Angriff! Ja. Ja. Okay, solche Angriffe kriegen wir eigentlich relativ schnell und leicht down. Krieg hier aber nirgends einen Steinbruch hin. Dann muss ich ihn hier hinsetzen. Was?
Was denn? So, und eine Holzfällerhütte hier oben. Ja, dafür brauche ich ein kleines Haupthaus. Was wir halt genauso wenig haben, ist jetzt ein Nahrungslager. Kleines Haupthaus errichten. Dadurch aber, dass wir mit den Orks so weit hoch sind, brauchen wir auch keine Nahrung mehr unbedingt. Ja, wir können uns mal die Units angucken, die wir als Trolle haben. Also einmal den Raufbold mit einer Keule und einer Lederrüstung. Den Schlechter mit zwei Holzkeulen und einer Lederrüstung. Den Zermalmer mit einer Lederrüstung und einer riesigen Keule aus Holz und Stein. Und den Werfer, der Gegner mit Steinen bewirft. Auf meinen Befehl. Schlag sie zurück! Was denn? Ja, und zum Glück haben wir uns auch einen sehr schönen großen Holzvorrat angeeignet. Immer ich! Werfer, Zermalmern und Schleuderern. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Steinwerkstatt von den Trollen auch. Bitte fertig! Naja, wenn ich schon dabei bin, kann ich übrigens die Orkarbeiterrune austauschen. So, noch ein Keulenschnitzer. Wenn's sein muss. Da kommt wieder der Horde Feuerlinge auf uns zu. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Die Rune befiehlt? Okay, wir brauchen einen neuen Hero. Einen neuen Schützen. So, können wir eigentlich was bei dem Keulenschnitzer verbessern, ja? Schlechter erhält größere Keulen. Und den Schlechter wollen wir hauptsächlich ausbilden. Also, ja. Verbesserung fertig. Schon gut. Ja, ja. Jetzt müssen wir auf das Stein für die Steinwerkstatt warten. Auf mein Kommando. Und los! Mir nach!
Können aber schon mal die ersten Schlechter ausbilden. Verbesserung haben wir ja jetzt. Was? Wie? Von mir aus? Ja, das ist ein Schlechter. Was denn? So, eine Steinwerkstatt. Wenn's sein muss, Arbeit! Schlagt sie zurück! Ja, Feuerbeißer, Sklavinnen des Feuers, sie haben jetzt halt einfach einen Haufen Wachposten aufgestellt und patrouillieren nicht mehr. Sie wollen halt also einfach dafür sorgen, dass wir nirgendwo mehr hin können. Was dahin? Was? Ja, und leider bringt auch das ganze Eisen, was wir so gehortet haben, uns überhaupt nichts. Oh, aber das da oben bringt uns was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Steinwerkstatt, ich weiß es nämlich nicht mehr, ob die einen Arbeiter brauchte. Geht von mir aus? Na schön. Auch gut. So, unsere erste kleine Schlägertruppe. Hm, ja. Hauen wir gleich nochmal 5 raus. Ja, man sieht, unsere Keulenmacher sind sehr primitiv an der Arbeit. Mit dem Hackbeil hacken sie Keulen zurecht. Trolle. Leider das Volk, was wir am wenigsten spielen können. Obwohl ich es als eines der lustigsten, aber gleichzeitig auch eines der teuersten empfinde. Also wenn man sich die Unitpreise so anguckt. Oh ja, das könnten wir gut gebrauchen. Was? Jetzt aber noch mal ein Steinbruch. Gibt es noch mehr Steine in der Gegend, die wir abholzen könnten? Nicht wirklich. Töten. Können allerdings noch mal 5. Dann können wir nämlich noch eine zweite Steinwerkstatt errichten. Feindlicher Angriff! Was denn? Schon gut. Irgendwo, wo Platz ist, noch eine zweite Steinwerkstatt. Errichten. Ach, einfach neben der ersten. Da dürft ihr doch Holz fällen, ihr 5. Weil wenn das Holz alle ist, ist es alle, egal wie schnell es alle ist. Es ist wichtiger, dass wir es schneller kriegen. Also ja, sie trauen sich jetzt nicht mehr an uns ran, weil wir Ulafer abgeburkst haben.
Sie werden uns aber auch nicht einfach so killen lassen, die Dämonen.